Es ist ja auch wieder die Frage, welches Stockwerk? Wahrscheinlich ganz unten. Zum Glück gibt es ja eine Abkürzung ganz nach unten. Oder ist es vielleicht die Statue gleich hier? Die Augen der Statue scheinen dich zu verfolgen, wohin du dich auch wendest. Okay. Not sure I can. Und nein, hier gab es keinen Weg. Ganz nach unten. Ich glaube, ganz unten gab es einen direkten Ausgang. Ja, genau, löst dich auf, du Geist. Treppe nach unten. Treppe nach unten. Ach, hier war der Weg ganz nach unten. Dann nehmen wir den. Ich hoffe mal, dass das der Weg ganz nach unten war. Ja. Jetzt klauen wir ihr einen Finger. Jetzt müssen wir ihnen einen Finger klauen. Ja, der Finger der verbrannten Königin. Okay. Dieser schwere Steinfinger ist länger als dein Arm und auch wesentlich schwerer. Er kräht sich leicht nach hinten, als ob er selbst, nachdem er von seinem Körper getrennt wurde, nach Gerechtigkeit und Autorität greift. Wie sie es eigentlich aus hat, wo ihr Dicker uns irgendwas zu sagen. You open Wotika's book, but the goddess does not appear. Ja, Gerichtssaal, da haben wir ja unseren. Oder war das der Typ, der nach Port Mar hier dann abgehauen ist? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war das jetzt recht ziemlich einfach, weil es gab nur zwei Voldika Tempel, die mir, also jedenfalls die mir jetzt angefallen ist. In dem einen haben wir die Keule gefunden, die Leute irre macht. Und den hier halt. Wobei der hier offensichtlicher war. So, und das letzte ist garantiert Motare Ekosi, weil andere überwucherte Wuhana-Ruinen fallen mir auch nicht ein. Da. Ja, die Fahrt dauert jetzt halt eine Weile. Das Witzige fehlt halt noch, aber da kommen wir jetzt nicht so einfach rein, jedenfalls nicht ohne ein starkes Schiff bzw. Unterstützung.
So, Mutarekusi. Aber ich bin echt mal gespannt, was für drei Kämpfe das noch werden. Ich denke und hoffe mal, dass wir die schwierigsten hinter uns haben. Angeblich war ja das mit den Spinnen der schwierigste Kampf überhaupt. Also von den ganzen Kämpfen. So, was sollen wir hier nochmal bergen? Kopf des Jägers, eine Wana-Statue. Tigerhöhle. Zurück sind Teile der Tiere freundlich. Okay, die Statue scheint es schon mal nicht zu sein. Ja, überschwemmt und überwuchert. Das muss Mutarekusi sein. Die grüne Dame, mit der sei es noch in Ordnung. Ja, das muss der Kopf sein. Ja, Kopf des Jägers. Erfolg freigeschaltet, Archivar von Kasuvari. Gucken wir doch mal ganz kurz. Erfolge. Müsste ja ziemlich weit unten sein. Ja, das mit dem verschalteten Hallen ist wahrscheinlich das Letzte. Stelle dich dem Porokea. Wegbereiter, stelle dem Fluss der Seen im Jenseits wieder her. Werde zum Auserwählten des Suchers, Schlechtes oder Überlebenden. Reise durch das Nichts. Ja, gut, das hier ist alles... Beast of the Wild. Sammle alle Artefakte des Schmelztiegels, das hier. Genau. Werde zum Meister der Jagd. Schalte alle Kräfte eines gebundenen Gegenstands frei. Was haben wir denn noch nicht? Maximal negative Reputation. Ja gut, da hätten wir uns mehr anstrengen müssen. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell noch kriegen. Erschaffe hinter Halle der Abenteurer ein Abenteurer. Brauchen wir nicht unbedingt. Eine meuternde Mannschaft werden wir auch nicht so schnell hinkriegen. 5 Zaubertränke brauen. Was könnten wir denn da noch brauen? Eisenhauttränke. Ach, dafür haben wir nicht genug Trollzeug. Wie wär's mit Offensiv? Mentale Stärke, gnadenloses Staunen, perfektes Zielen. Ah. Machen wir mal 3 davon und körperliche Stärke noch 2. Unermüdliches Schlagen vielleicht noch 2. Zwei starke Heilungen. Leuchtender Adra-Trank, der ist ziemlich gut. Alle Fähigkeiten plus 2 entfernt alle Verletzungen. Oh. Machen wir davon auch noch 2. Sind die jetzt alle bei mir gelandet? Ja, sind sie. So. Oh, das heißt, wir haben jetzt alle...
Gegenstände, die wir brauchen, haben auch noch das Alchemie-Achievement mal gerade so nebenbei geholt. Jetzt watscheln wir hier raus und fahren zurück in den Schmelztiegel, um die drei Kämpfe zu bestreiten und das Kapitel dann auch endlich abzuschließen. So, und ich glaube, ich sollte den Schiffszwieback jetzt wieder rausnehmen. Ja, ich habe gerade nicht wirklich was im Überfluss, außer Matrosenbrei. Gut, kommen wir auf dem Weg zum Schmelztiegel nicht an irgendeinem Handelsposten vorbei? Ja, da oben. Dann fahren wir mal zu dem. So, du verkaufst mir auf jeden Fall Reis. Den nehme ich gern. Deinen Reiswein nehme ich auch gern. Und komm, gib mir auch dein Tarleib. So, 100 Reis. Mehr. Reiswein. Wo steckst du jetzt, du Reiswein? So. Und ja, Tarleib haben wir auch noch. Davon nehmen wir mal 90. Also ja, Tarleib. Ach, aus Reis ist das Fladenbrot. Trocken und ziemlich lecker. Da frage ich mich gerade. Nahrung speziell, ja, Leichenleib. Und Fleischpastete. Also verbotene Fleischpastete. Nahrung positiv, kein Tarleib, kein Tarleib. Ja, Kapati mit Tarleib, genau. Matrosenbrei, Düsterbräu, Meeresfrüchte. Ja, dafür braucht man Palmstein. Palmstein, ist das eine Art Kokosnuss? Weißes Fruchtfleisch sowie einen würzigen Saft. Kann sich böse auf die Verdauung auswirken. Also ja, das ist sowas ähnliches wie Kokosnuss. Und eine Dotterschale. Wo auch immer das Grünzeug herkommt.
Ein weichgekochtes Eigelb auf Hühnchen und Reis. Ich frage mich nicht, ich will nicht wissen, warum das so grün aussieht. Sehr positiv glasierte Nüsse, vergessliche Nacht. Glasierte Fleischstücke, klingt immer lecker. Honigwein, Henne.